Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es gab wieder eine Lehrerfortbildung in Zwiesel bei dem Edgar-Lüscher-Seminar und wir haben Vorträge mitgeschnitten. Den ersten gibt es von Professor Peter Sänger von der GSI in Darmstadt. Es geht also um Kernphysik, Gesellschaft für Schwerionforschung und Helmholtz-Zentrum. Und er wird uns vorstellen die aktuellen Projekte von der GSI und dem neuen Großforschungsprojekt FAIR genannt. Viel Spaß! Ich werde Beispiele für die Forschung an der GSI Ihnen nahebringen, also und zwar mich auf zwei Sachen beschränken. Synthese superschwerer Elemente und Tumortherapie mit schweren Ionen. Und werde dann an die zukünftige Forschung an FAIR eingehen und als Einleitung sozusagen ein bisschen ein paar Basics in Erinnerung rufen, so Bausteine der Materie, Evolution des Universums, weil damit sich auch dann die Experimente beschäftigen werden, damit Sie das auch ein bisschen einordnen können, sozusagen in das große Bild. Die GSI liegt nördlich von Darmstadt im Wald und hat 1350 Mitarbeiter, 1000 Gäste kommen pro Jahr aus aller Welt und haben eben Großbeschleuniger, ein Großgeräte, Beschleuniger und Experimente. Und GSI wurde gegründet, das ist ja der ältere Teil, 1969 und 85 dann ausgebaut hier mit einem Ringbeschleuniger. Wir haben, wie gesagt, weltweite Kollaboration in der ganzen Welt, in Europa vor allem, USA, aber auch dann mit den großen Instituten in Russland und China, Indien und sogar auch dann in Südamerika und Südafrika. Die Forschungsschwerpunkte an der GSI sind teilweise auch Forschungsschwerpunkte für FAIR, wie Sie sich vorstellen können. Wir arbeiten sozusagen auf der Basis dessen, was wir die letzten Jahre gemacht haben und führen das fort. Das heißt, es sind teilweise, werde ich hier Dinge erzählen, die an der GSI stattgefunden haben, beziehungsweise dann an der GSI stattfinden werden. Also wir haben Kernphysik, 50% ist Kernphysik. Superschwere Elemente, habe ich schon erwähnt, heiße verdichtete Kernmaterie, das wird ein Schwerpunkt sein. Biophysik und Strahlenmedizin, Materialforschung, Atomphysik auch, hochgeladene Ionen ist da das Stichwort. Plasmaphysik, wir haben nicht nur einen Schwerionenbeschleuniger, sondern auch so einen Hochleistungslaser, wo wir die beiden Instrumente kombinieren können. Und natürlich Beschleunigertechnologie, weil viele Dinge, die wir brauchen, um so einen Beschleuniger zu betreiben, bei uns selbst entwickelt wurden auch. Das ist die alte Anlage, der UNILAC, das Universal Linear Accelerator. Das war die erste Anlage, die alle Elemente von Protonen bis Uran beschleunigen konnte, damals in den 70er Jahren. Wurde ergänzt durch einen Kreisbeschleuniger, der dann auf sozusagen 90% Lichtgeschwindigkeit die Ionen beschleunigen konnte mit verschiedenen Experimentierhallen hier. Nur mal, um Ihnen Eindruck zu geben, das ist also unser alter UNILAC, ein Teil dessen, der ist 40 Jahre alt mittlerweile, ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir überlegen auch, ob wir den ersetzen können, aber noch tut er. Und innen sieht er so aus, also Sie sehen, das sind so Beschleunigerstrukturen hier und die müssen dann immer ein bisschen geputzt werden, damit das auch alles funktioniert. Der Synchrotron, das wir haben seit 80er Jahren, bekommt den Strahl aus dem UNILAC und wird dann beschleunigt und wir haben deswegen Synchrotron genommen, weil wenn Sie hohe Energien haben wollen, dann wird ein Linearbeschleuniger wird teuer, weil dann müssen wir ewig lang machen. Und deswegen ist die Idee, man macht einen Kreisbeschleuniger und der hat folgenden Vorteil, Sie schießen hier ein und dann haben Sie diese roten Elemente, das sind Umlenkmagnete, Dipole und hier haben Sie eine kleine Beschleunigungsstrecke. Und jedes Mal, wenn der Strahl durchgeht, wird er beschleunigt, wird schneller, Sie drehen die Umlenkmagnete hoch und haben den Strahl wieder auf dem Kreis, wird wieder beschleunigt. Und es geht so lang gut, bis Sie die Maximalfeldstärke der Magnete erreicht haben. Dann ist Feierabend. Also das ist dann die höchste Energie, die Sie haben. Die können sich ausrechnen, den Impuls. Wenn Sie vorher den Radius festgelegt hatten, dann ist die Energie bestimmt durch das Magnetfeld. Wenn Sie mehr Energie haben wollen, müssen Sie dann entweder bessere Magnete bauen oder einen größeren Ring haben, wie am CERN zum Beispiel. So sieht dann das Innere aus hier, das ist der Kreisbeschleuniger, das ist hier so der Auslenkmagnet, der dann den Strahl zu den Experimenten führt. Und hier ist diese Beschleunigungsstrecke. Das sind so Hochfrequenzfelder, die da durchfahren und die Teilchen wie so wellenreitenartig beschleunigen. Ich komme zu meinem ersten Thema, superschwere Elemente. Ich nehme an, die Nuklidkarte, die kennt jeder.
Ja, also hier sind die stabilen. Die Pink ist ein Beta Plus, machen Beta Plus zu Fall, das ist ein Protonenüberschuss, hier das ist ein Neutronenüberschuss. Hier oben wird es gelb, da sind dann Alpha-Zerfall, nicht mehr stabil. Und das hier sind die neuen Elemente, die die GSI in den letzten 20, 30 Jahren da entdeckt hat. Und ich will Ihnen kurz erklären, wie man sowas macht. Sie müssen sich vorher überlegen, was für ein Element Sie entdecken wollen. Das ist meistens, nehmen Sie das sozusagen, das nächste Unbekannte. Das hat zum Beispiel Element 111, hat man schon gefunden, also sucht man Element 112. Dann überlegt man sich eine Kombination von Strahlen und Target, ja, zum Beispiel jetzt schießt Zink auf Blei, sodass also die Kernladungszahl dann genau dem entspricht, was man haben will. Und jetzt muss man ganz vorsichtig vorgehen, weil wenn man zu langsam schießt, dann werden die abgelenkt und die treffen sich gar nicht. Wenn man zu schnell schießt, macht man es kaputt. Man muss also genau so aufeinander schießen, dass sie sich so leicht berühren und fusionieren. Und das geht meistens auch dann schief, weil ungefähr 1.000 bis 10.000 von den gelungenen Fusionen zerplatzen wieder. Und nur ein einziger sogenannter Compound-Kern überlebt dann. Und da kennt man jetzt ganz genau die Geschwindigkeit, weil man hat ja die Massen vorher, man kennt die Geschwindigkeit des Impuls des Projektils, hat die Massen, kann sich die Geschwindigkeit ausrechnen und hat also dann ein sogenanntes Geschwindigkeitsfilter gebaut, das aus gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern besteht. Man kann also, da gehen genau nur diese Teilchen durch, die man mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit. Und trotzdem ist immer noch viel Untergrund da hinten. Man muss also dann hinten einen Detektor haben, der dann den Zerfall misst. Und das ist sozusagen der Trick bei diesem ganzen Experiment. Man misst ein einkommendes Teilchen und dann misst man die sukzessiven Alpha-Zerfälle. Und zwar in der Zeit und in der Energie. Und das macht man so lang, 1 Alpha, 2 Alpha, 3 Alpha, 4 Alpha, bis man plötzlich an einem Kern landet, den man schon kennt. Und damit hat man mit 4, 5, 6 Wochen Strahlzeit einen einzigen Kern gefunden, aber eindeutig identifiziert. Und das ist die Kunst, sozusagen die Experimentierkunst, man hat ein neues Element entdeckt. Mittlerweile ist es so, dass es erforderlich ist, dass dann in anderen Instituten sozusagen Konfirmationsexperimente gemacht werden. Man ist zwar dann der Entdecker, aber das muss nochmal bestätigt werden durch andere Experimente, um Experimentierfehler auszuschließen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man Taufe feiern. Wir haben also das letzte Element, haben wir dann Kopernikum genannt. Und bei der Gelegenheit kommen dann auch schon mal die Politik, Ministerpräsidenten und feiern dann mit uns. Okay, das waren also superschwere Elemente. Die GSI hat mittlerweile das Rennen aufgegeben, weil es Konkurrenten gibt, in Russland vor allem, die nichts anderes machen als diese Art von Physik. Die haben 2, 3 Beschleuniger, die das ganze Jahr laufen. Und da können wir nicht mehr mithalten, weil wir ein ganz breites Forschungsprogramm haben und dann die anderen Sachen auch noch machen wollen. Also wir müssten dann extra Beschleuniger bauen, um da wieder weltweit Spitzer mitmachen zu können. Was wir jetzt noch machen können, wir konfirmieren sozusagen die Entdeckung anderer Leute. Aber man muss halt Schwerpunkte setzen, da kann ich alles machen. Okay, auch ein Erfolgskapitel der GSI war Tumorentherapie mit schweren Ionen. Kurz Einführung so in die Strahlenwirkung, die Schädigung von verschiedenen Strahlungen. Sie haben hier Röntgenstrahlung. Die Röntgenstrahlung, die schädigt von Anfang an ganz stark und nimmt dann ab, während geladene Teilchen, zum Beispiel Ionenstrahlung oder auch Protonen, die schädigen am Anfang ganz wenig und kurz vor Ende ihrer Reichweite geben sie die meiste ihrer Energie ab. Ja, also die werden abgebremst und geben alles ab. Und das ist natürlich jetzt praktisch, wenn Sie so einen Tumor haben irgendwo. Wir haben also angefangen nur mit Gehirntumoren, weil die inoperabel waren. Und sozusagen die Patienten keine andere Chance hatten als diese. Weil eigentlich sind Experimente mit Menschen verboten in Deutschland. Ja, das war dann also eine Gratwanderung. Man hat also eine neue Methode ausprobiert mit unheilbaren Kranken. Und wenn das der Tumor ist, man macht nur Folgendes. Man variiert, und das ist gut, an einem Synchrotron. Man kann die Energie variieren und schießt den Strahl so durch. Also man variiert, sodass man den Tumor sozusagen in seiner Länge beschädigt, maximal. Der Unterschied zu den Röntgenstrahlen sehen Sie hier. Also Sie müssen ja, um jetzt nicht das eingehende Gewebe stärker zu schädigen als den Tumor selber, wird bei Röntgenstrahlen immer so von überall mal reingeschossen, von allen Seiten. Das brauchen Sie bei den Schwerionen nicht. Sie machen ein oder zweimal rein und dann haben Sie den Tumor praktisch zerstört.
das Patent, das sozusagen die GSI darauf hat, beruht dann darauf, dass man nicht nur die Energie variieren muss, sondern der Tumor hat ja eine räumliche Ausbildung, der muss ja auch XY sozusagen gefahren werden. Und das war dann wirklich wie so in den alten Fernseher mit so einem Elektronenstrahl, wurde der Spionenstrahl reingeschossen. Man hat sich den Tumor in 40 Ebenen, 40 Scheiben zerlegt, hat zuerst die hintere abgescannt, XY, dann Energie reduziert, abgescannt, reduziert, sodass man dann das ganze Volumen erfasst hat. Der weitere Vorteil dieser Methode war, dass ein Teil dieser Kohlenstoffkerne fragmentiert ist, ist C12 geworden und das ist ein Positronenemitter, der hat dann praktisch Gammastrahlen abgegeben. Man konnte also die Gammastrahlen dann messen und hat eine Online-Dosismessung durchgeführt damit gleichzeitig. Also wenn da was mit dem Beschleuniger schiefgegangen wäre, hätte man sofort hier dann die Notbremse gezogen, weil man gesehen hat, hoppla, jetzt kommt ja mehr als geplant war. Okay, und jetzt sehen Sie hier ein Beispiel. Die junge Dame, die hat einen Tumor am Sehnerv gehabt, vor der Therapie und 6 Wochen danach war das dann, sah so aus. Und dieser große Erfolg hat dann auch dazu geführt, dass schon nach praktisch, wir wurden zu einem Pilotprojekt 440 Patienten behandelt, diese Methoden wurden hier alle entwickelt und wurden schon nach 440 Patienten, was keine große Statistik ist, wurde schon sozusagen das Verfahren von den Kassen anerkannt und auch bezahlt, was sehr wichtig ist für die Studenten. Normalerweise bauen sie da Hunderttausende von statistischen Untersuchungen und das ging hier schon mit 440. Okay, daraufhin wurde unter Mithilfe der GSI so das Heidelberger Ionentherapiezentrum gebaut und das sieht dann so aus, es sind nicht nur ein Bestrahlungsplatz, sondern 4, wurde auch noch so eine Gantry gebaut, wo sie den Strahl sozusagen rumbiegen können, sodass von allen Seiten bestrahlt werden kann und da können dann jetzt 1000 Patienten bestrahlt werden. Es gibt auch in Marburg mittlerweile so eine Anlage und in Shanghai. Die laufenden Medizinphysikaktivitäten an der GSI gehen jetzt weiter. Man hat jetzt sozusagen eine 4D-Behandlungsplanung versucht, nämlich bisher konnte man nur ruhende Tumore behandeln. Die Patienten, die wurden noch fixiert, weil die durften also nicht im Kopf wackeln, sonst wäre das schief gegangen. Und mittlerweile erforscht man Methoden, um bewegte Tumore zu untersuchen, zum Beispiel hier so ein Lungentumor. Oder auch andere Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen kann man da. Okay, so viel zu den Aktivitäten an der GSI. Jetzt die neue Anlage, die sehen hier, das war die zweite Austauschstufe, jetzt kommt sozusagen die dritte. Auch wieder ein großer Ringbeschleuniger. Und wir nennen das sozusagen kosmische Materie im Labor, das werde ich ein bisschen erklären, was wir darunter verstehen. Das ist zurzeit, wie Herr Petri schon gesagt hat, das weltweit größte im Aufbau befindliche Projekt der Grundlagenforschung. Sie wäre in einem ganz weit breiten Gebiet, werden Vorfrontphysik durchgeführt, Vorfrontforschung. Es sind ungefähr 9 Mitgliedsländer, die sich da bereit erklärt haben, das zu finanzieren. Wir erwarten 2.500 bis 3.000 Nutzer pro Jahr. Das Ganze kostet ungefähr 1,7 Milliarden Euro. Und wir hoffen, dass wir da sozusagen 2025 den ersten Strahl auf die Experimente geben können. Das sieht dann so aus. Wie gesagt, das kennen Sie schon hier, das ist der erste, dieser Synchrotron dient jetzt wieder als Injektor in ein zweites Synchrotron. Wir haben das Projekt in 2 Phasen geteilt, also Fair Phase 1, das ist finanziert. Fair Phase 2, das ist noch ein Traum, da müssen wir sehen, ob wir das Geld bekommen. Und das Neue sozusagen an dieser Anlage sind nicht die hohen Energien, die gibt es am CERN, sondern die hohen Intensitäten. Hier werden also die höchsten Intensitäten produziert, die man sich sozusagen, die technisch machbar sind. Und zwar nicht nur für Primärstrahlen, also Protonen und schwere Ionen, ganz so, das wird wichtig sein für die ganze nukleare Astrophysik, auch Protonen. Wenn man eine hohe Primärstrahlintensität hat, dann kann man auch hohe Sekundärstrahlintensitäten machen. Das heißt, man schießt diesen Strahl auf ein Target und produziert dann radioaktive Strahlen mit hohen Intensitäten, mit verschiedenen Isotopen, oder Antiprotonen, auch hochenergetische Antiprotonen. Da kann man auch Physik mitmachen, das werde ich Ihnen erklären. Da gibt es ein paar technische Herausforderungen, das ist nämlich nicht so einfach, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Okay, es gibt 4, wir nennen das so 4 Experimentsäulen. Das ist einmal so ein Konglomerat von Atom-, Plasmaphysik und Anwendungen. Das ist sozusagen hier Materialforschung, Radiobiologie und so weiter.
Dann Kern-Kern-Kollision, wo wir hochdichte Materie produzieren wollen, um sozusagen Dichten wie einen Neutronenstern herzustellen und zu studieren. Es gibt Nukleosynthese, sozusagen die in Sternen und in Neutronensternkollisionen vorkommen, die wollen wir im Labor reproduzieren, um genau zu verstehen, wie diese Elemente im Kosmos entstanden sind. Und Hadronenphysik, die mit Antiprotonen gemacht wird, also Antiproton-Protonstößen. Und da werden auch fundamentale Sachen untersucht. Okay, das kennen Sie alles. Also die FEA wird sozusagen das ganze Spektrum der Materie hier untersuchen. Angefangen von Kristall, Zellen, Atomen, wobei hier Atom, das ist sozusagen eine künstlerische Darstellung. Sie müssen sich so vorstellen, wenn der Kern ein Tennisball wäre, dann wäre die Atomhülle einen halben Kilometer groß. Ne? Also das ist sozusagen nicht maßstäblich hier. Ähnlich mit dem Kern. Der Kern ist keine dichte Kugelpackung von Nukleon, sondern da ist sozusagen sehr viel Luft dazwischen, Vakuum. Und die Kerne, die bewegen sich auch ähnlich wie die Elektronen auf Bahn. Im Nukleon gibt es Quarks. Und um dann die Materie zu machen, außer den Quarks, brauchen sie dann noch das Elektron und haben sie die Atome. Okay, daraus kann man sich dann das Standardmodell überlegen. Es gibt 6 verschiedene Arten von Quarks. Up, down, charms, seltsam, top, bottom. Für die Erklärung der schwachen Wechselwirkung oder des Beta-Zerfalls oder der radioaktiven Zerfälle, da brauchen Sie dann die Leptonen, Elektronen, die schweren Geschwister und die Neutrinos. Und das hier sind die Teilchen, die Wechselwirkung zwischen den Teilchen bewirken. Und Photon ist für die elektromagnetische Wechselwirkung zuständig, das Gluon für die starke im Kern. Und die beiden hier, Z und W, die sind verantwortlich für die schwachen Zerfälle, für die Radioaktivität. Und ganz wichtig, jetzt vor kurzem entdeckt oder vor ein paar Jahren, das Higgs-Boson, das hat eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist nämlich, das kriegen Sie wahrscheinlich am Sonntag noch genauer erklärt, das ist ein Teilchen, das man braucht, um den Quarks überhaupt eine Masse zu geben, weil die Quarks in der Theorie sind masselos. Und mit masselosen Teilchen können Sie nicht viel Materie machen, also Sie müssen irgendwie Masse erzeugen. Und das entsteht durch die Wechselwirkung der Quarks mit diesem Higgs-Teilchen. Deswegen waren alle so begeistert, als es endlich gefunden wurde. Und der Higgs hat dann auch einen Nobelpreis bekommen. Und diese Wechselwirkungen mit dem Higgs sind also verantwortlich für die Massen hier, von diesen Up-Down, das sind ja die Massen in MeV über C Quadrat. Das ist halt eine typische Einheit für die Kernphysiker. Und das hier, das können Sie hier überstehen. In Gramm ist es ein bisschen unhandlich. Aber also das sind die Einheiten, die sehen, das sind also Up-Down, sind die leichtesten und dann werden die immer schwerer. Okay, und aus diesen, das ist jetzt wie so ein Lego-Baukasten, jetzt nehmen Sie mal die ganzen Quarks her und dann können Sie sich jetzt Hadronen, also Proto, alles zusammenbasteln. Das ist ganz einfach. Das zeige ich mal hier kurz. Gut, so zum Beispiel. Proton, up, down Quark. Ja, und das deswegen, weil die up haben, die haben Drittelladung, also ein up hat 2/3 Ladung, ein down hat -1/3 Ladung, also 4/3 minus 1 ist 1. Okay? Neutron ist umgekehrt, das hat zweimal ein -1/3, -1/3, +2/3 ist neutral, 0 und so weiter. Also können Sie jetzt alles zusammenbasteln, auch mit Strange Quarks, mit Charm Quarks, Hyperon, nur aus Strange Quarks gibt es auch. Die haben die Masse, wird halt immer höher, aber Sie sehen, die sind alle instabil. Bis auf das Proton sind alle instabil, alle zerfallen. Das gibt es jetzt sozusagen auch noch in der Anti-Welt. Anti, alles Anti, indem Sie einfach die Anti-Quarks nehmen. Ja, das müssen Sie auch noch, alles, für alle Teilchen gibt es ein Anti-Teilchen. Das sind also jetzt die Anti-Protonen, Neutronen und so weiter. Und das sind dann Anti-Quarks, Anti-S-Quarks. Und dann gibt es Teilchen, das sind sogenannte Mesonen, die bestehen aus einem Anti-Quark und einem Quark. Also, Anti-Up-Down, ein Pion, weil ein Pion haben Sie vielleicht schon mal gehört, Kaon oder so, ne? Wenn Sie einen Strange Quark reintun, haben Sie Kaon. Da können Sie es mit Charm machen. Also wie gesagt, da ist Ihre Fantasie, sind ja keine Grenzen gesetzt. Sie können da alle möglichen Sachen zusammenbasteln. Die meisten sind bekannt, manche noch nicht. Ich habe gesagt, die sind alle instabil. Was passiert da eigentlich? Und die Instabilität kommt eben durch die schwache Wechselwirkung. Im Kern nennt man das Radioaktivität, aber auf elementarer Ebene ist es sozusagen die schwache Wechselwirkung, die schwache Zerfälle.
Und hier passiert einfach Folgendes, dass das D-Quark, das ist doppelt so schwer wie das U-Quark und kann daher in ein U-Quark zerfallen. Umgekehrt geht es nicht, ne? Wir müssen immer Energie gewinnen. Und dann kommen dann diese W-Bosonen hier ins Spiel und dann fliegt dann eben ein Elektron und ein Neutrino raus. Ne? Diese Teilchen brauchen wir also dann für die schwache Wechselwirkung und haben aus dem Neutron ein Proton gemacht. Und ein freies Neutron zerfällt in 15 Minuten. Ist instabil. Aber es kann nur überleben, und da komme ich später noch drauf, wenn es in einem Kern zusammen mit dem Proton gebunden ist. Als Heliumkern überlebt ein Neutron ewig. Allein zerfällt es. Und das ist ein wichtiger Prozess auch in der Elementsynthese gewesen im frühen Universum, dass die Neutronen gefangen wurden und eingebunden in Kerne, sonst wären sie alle weg gewesen. Okay, Lambda macht auch, das schwere S-Quark kann auch zerfallen. Und jetzt, weil das S-Quark so viel schwerer ist als das U-Quark, ist auch mehr Energie übrig und da kann man so ein Pion produzieren. Also das ist die typische Art und Weise, wie so Mesonen dann produziert werden, in einem schwachen Zerfall. Aber wie gesagt, alle sind instabil, bis aufs Proton. So, die Frage ist jetzt, was hält eigentlich die Quarks in den Hadronen und Mesonen zusammen? Und das Bild, das suggeriert er schon, da gibt es so was Klebriges hier. Ne? Also die Quarks, die werden da zusammengeklebt und die Amerikaner nennen das Glue. Also heißen die Teilchen Gluonen. Haben Sie schon gehört, sicher? Das heißt, diese Gluonen, die waren auch in dem Standardmodell, waren da drin, die halten jetzt also die Quarks zusammen in einem Baryon oder einem Hadron, einem Nukleon. Und die sind so stark, dass die auch nie so einen Quark mal allein da rauslassen. Also da komme ich noch drauf. Das ist also eines der Phänomene, dass noch nie ein freies Quark beobachtet wurde. Das sind die Gluonen, die wirken also wie Gummibänder zwischen den Quarks. Das ist auch ein Phänomen, wenn die Quarks nah beieinander sind, dann sind die fast frei. Wenn man es auseinanderziehen will, dann wird es immer stärker. Und das die haben auch eine eigene Eigenschaft, die heißt Farbe. Deswegen heißt die Theorie der starken Wechselwirkung, die heißt dann Quantenchromodynamik. Chromo ist die Farbe drin. Und diese Herren, die haben da den Nobelpreis für bekommen vor 15 Jahren, 14 Jahren. Das ist praktisch nicht so alt, also diese Theorie. Okay, jetzt, Sie kennen ja Kernkraft. Was ist eigentlich die Kernkraft? Die ist ja eigentlich die stärkste Kraft, die wir so kennen. Das ist aber sozusagen nur ein schwacher Abglanz der wirklich starken Kraft, denn die Anziehung der Nukleonen, die wird vermittelt durch so Randeffekte hier, der Gluonen. Also die Gluonen, die lecken so ein bisschen aus dem Proton und aus den Hadronen raus und das reicht, um einen Kern zusammenzuhalten. Die sind natürlich auch sehr kurzreichweitig. Also die starke Wechselwirkung ist sehr kurzreichweitig. Sie können keine Riesenkerne bauen, weil das dann einfach nicht mehr die Reichweite der Kraft ist, zu kurz. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, nämlich der Ursprung der Massen. Ich habe ja gesagt, die Wechselwirkung mit den Quarks, die Wechselwirkung mit dem Higgs-Boson gibt Higgs-Teilchen, gibt den Quarks die Massen. Wenn Sie aber mal jetzt zusammenzählen hier, so ein Proton hat 938 MeV, wenn Sie die Summe der U, D und Quarks zusammenzählen, kommen Sie auf 9 MeV. Das heißt, da fehlt Faktor 100. Das heißt, Sie können mit dem Higgs-Mechanismus zwar die Massen der Quarks erklären, aber nicht die Massen der Protonen. Das heißt, nicht die Masse unseres Universums. Sie können die Massen der schweren Quarks erklären, aber wie gesagt, hier die leichten UD, die sozusagen, was unsere Materie ausmacht, das ist zu 99% ein anderer Effekt. Das ist so ein sogenannter QCD-Effekt, das heißt, das ist die starke Wechselwirkung, die da irgendwas macht. Da spielt teilweise die kinetische Energie der Quarks eine Rolle, die Gluonen, aber letztendlich ist nicht verstanden, wie diese Masse eigentlich zustande kommt, wie man aus sozusagen Quarks, die 9 MeV haben, ein Proton machen, die 900 MeV hat. Und das ist noch eines der Geheimnisse. Okay, nur das werden Sie auch hören. Ich rede heute nur über 4,6% der Masse des Universums. Also, ne, das ist nur über die sichtbaren, unsere Galaxien, die Erde, die Strahlung, die Menschen. Und das sind alles nur drei, da geht es nur um drei Teilchen, das ist U-Quark, D-Quark und Elektron. Mehr gibt es nicht, sozusagen. Aus denen sind wir alle gemacht. Und es gibt dunkle Energie, das ist eine Hypothese, die braucht man, um die beschleunigte Expansion des Universums zu erklären. Und dann gibt es eine dunkle Materie, die hilft zu erklären, warum eigentlich die Geschwindigkeit, mit deren Sterne ihre Galaxie umkreisen, so hoch ist. Das hat man also nicht verstanden, wenn man nur die sichtbare Materie mitnimmt. Also man braucht da
Bewiesen ist es noch nicht, aber das ist also eine sehr sinnvolle Hypothese. Okay, jetzt werde ich mal aus der Sicht sozusagen mit der sichtbaren Materie die Evolution des Universums kurz skizzieren. Also Urknall vor 313,8 Milliarden, dann gab es so eine Ursuppe, die besteht aus Elementarteilchen. Das sind übrigens dann solche Materie, versucht man in den ganz hohen Energien am CERN zu erzeugen und zu untersuchen. Die wurden dann, die Elementarteilchen haben dann sozusagen haben so einen Phasenübergang gemacht. Da wurde plötzlich diese ganze Masse generiert, nämlich aus den Quarks wurden plötzlich die Protonen und Neutronen. Und Antiteilchen. Also, weil die Energie ja symmetrisch, sie haben zu gleichen Teilen Energie, Teilchen, Antiteilchen. Das heißt, sie haben ganz viele Antiteilchen auch gehabt. Und jetzt passiert was auch Interessantes. Die vernichten alle wieder. Sie haben viele Teilchen, Antiteilchen produziert. Die vernichten alle wieder. Und wenn Teilchen gleich Antiteilchen gewesen wäre, wird es uns jetzt nicht geben. Weil alles hätte sich wieder vernichtet, dann wäre aus dunkel. Es gibt einen ganz kleinen Unterschied und der ist sozusagen 1 zu 10 hoch minus 9. Eins von einer Milliarde Teilchen hat überlebt. Warum? Wissen wir nicht. Eines der Geheimnisse unserer Existenz. Dann geht es verständlicher weiter. Die Neutronen und Protonen, es geht ganz schnell, 3 Minuten. Ich habe gesagt, Halbwertszeit von einem Neutron ist 15 Minuten, also die haben Glück gehabt. Die Neutronen haben sich mit einem Proton zusammengetan, haben Deuteron und Helium gebildet, damit haben sie überhaupt überlebt, sonst wären sie alle zerfallen gewesen. Atomkerne fangen ein, Atome, und dann verdichtet sich und durch die Gravitation entstehen dann die Sterne. Das ist jetzt auch wieder für uns jetzt wichtig, auch für das Weitere, das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also wenn da protostellare Wolken, dann machen sie eine kleine Sonne daraus, so wie unsere zum Beispiel, die wird dann irgendwann mal zum weißen Zwerg, also in ein paar Milliarden Jahren wird die groß, verschlingt die ganzen Planeten und dann wird die Hülle wird abgestoßen und schleudert dann ein bisschen Helium ins All und dann gibt es einen weißen Zwerg. Wenn die Massen größer sind der ursprünglichen Sonnen, also 8, 15, dann gibt es einen großen Stern, roter Riese. Wenn der Brennstoff verbraucht ist, explodiert das Ding, gibt eine Supernova und einen Neutronenstern. Wenn die ursprüngliche Masse der Sonne noch größer war, gibt es auch eine Supernova, aber es gibt ein schwarzes Loch. So, das ist unser Verständnis heute. Und das sind natürlich extreme Formen von Materie, die wir auch teilweise versuchen, dann im Labor wiederherzustellen und zu untersuchen. So, da komme ich jetzt zu den großen Fragen, fundamentale Fragen, die wir da jetzt mit FAIR beantworten wollen. Also, wie und wo entstanden die schweren Elemente, überhaupt die Elemente? Welche Form von Materie existiert im Zentrum eines Neutronensterns? Was ist der Ursprung der Masse des sichtbaren Universums? Warum beobachten wir keine einzelnen Quarks? Was ist der Unterschied von Materie und Antimaterie? Welche Form von Materie existiert zum Beispiel im Zentrum der Planeten? Und wie gefährlich ist kosmische Strahlung? Das ist wichtig, wenn man den Mars zum Beispiel besuchen will. Ursprung der Elemente, das haben wir gehört. Also Helium, Wasserstoff, das passiert nach dem Urknall. Diese Gruppe bis zum Eisen ist es Kernfusion in Sternen. Und diese hier, die ganzen schweren Elemente, das ist entweder, komme ich nochmal dazu, ein langsamer Neutronenanfang in roten Riesen oder kosmische Katastrophen wie Supernovae und Neutronensternkollisionen. Bisher war man nicht ganz klar, man wusste nicht, wo entstehen eigentlich die wirklich schweren Elemente. Die Flüsse, man braucht also ganz hohe Neutronenflüsse in Supernovae, die waren immer ein bisschen schwach. Und man hat dann also, war immer die Idee, dass man hier sozusagen mit Neutronensternkollisionen eigentlich die Elemente produziert. Also in der Sonne, die Fusion funktioniert halt so, sie haben ja vier Wasserstoffkerne, die machen ein Helium, dann müssen sie zwei Neutronen machen, gibt es wieder Beta-Plus-Zerfall. Die drei Helium machen Kohlenstoff und so weiter. Helium plus Kohlenstoff gibt Sauerstoff und das geht gut bis zu Eisen. Und warum? Sehen Sie, die Bindungsenergie von Atomkernen hat ein Maximum bei Eisen. Sie können also nur bis zum Eisen hin durch Fusion Energie gewinnen und darüber nur durch Spaltung. Das heißt, durch Fusion in Sternen ist beim Eisen Schluss. Wenn dann
ja, das alles sozusagen, das, der Brennstoff verbraucht ist, dass sie eine Eisenschale haben, dann gibt's, dann bricht der, kollabiert der Stern, es gibt eine Supernova. Und das sind jetzt das, was wir untersuchen wollen an der GSI, mit sozusagen die Prozesse, die zur Elemententstehung beitragen. Ja? Sie haben hier, das haben wir gehabt jetzt hier, das Sternbrennen, gibt es eine Supernova, und dann gibt es einen RP-Prozess, der erzeugt protonenhaltige Kerne, Isotope, und das passiert in binären System zwischen Neutronenstern und einer Sonne. Der Neutronenstern, der saugt das Material der Sonne an sich, also Aggregation, und das Sonnenmaterial ist ja sehr protonhaltig, das heißt, da werden Elemente erzeugt, die einen Protonenüberschuss haben. Also binäre Systeme, Neutronenstern, Sonne. Dieser S-Prozess, der passiert in ganz großen Sonnen, ganz langsamer Protoneneinfang. Und dann gibt es eben jetzt hier diesen Rapid, also der schnelle Protoneneinfangprozess, wo man, wie gesagt, bisher nicht wusste, wo passiert der eigentlich. Mittlerweile ist man sich sicher, es passiert in Neutronensternkollisionen. Und woher weiß man das? Sie haben alle gehört, gelesen, dass im letzten Jahr das erste Mal Gravitationswellen von einem Neutronensternkollision gemessen wurden. Die sehen dann so aus hier. Das sind so die praktisch so akustische Signale, wenn Sie so wollen. Das ist so eine Simulation. Und vor 10 Jahren haben Theoretiker der GSI sich überlegt, wo können eigentlich diese ganzen schweren Elemente entstehen. Wenn nicht in Supernova-Explosionen, dann wäre eine mögliche Ort wäre Neutronensternkollision. Da gibt es Riesenflüsse. Und haben also eine Vorhersage gemacht über die Elemente, die da entstehen und das Licht, was sie dann aussenden, also eigentlich Gammastrahlen, das wird dann abgebremst, wird dann, wenn es rauskommt, dieses sichtbares Licht. Und für die ganzen schweren Elemente, die sozusagen erstmal instabil sind und dann Licht aussenden, Gammastrahlen. Und haben eine Vorhersage gemacht, und das ist diese blaue Linie. Als jetzt diese Gravitationswellen gefunden wurden, haben sich sofort alle Radio- und alle Teleskope dieser Welt auf diesen Ort konzentriert und haben alles Mögliche gemessen, Licht, Radiowellen, alles, was Sie sich vorstellen können, also elektromagnetische Signale. Und was rauskam, sind die roten Punkte. Das war eine fantastische Übereinstimmung. Und damit war klar, dass die ganzen schweren Elemente jenseits von Wismut, also Uran und so weiter, sind alle in Neutronensternkollisionen erzeugt worden. Okay, jetzt, wie können wir sozusagen diese Prozesse im Labor nachvollziehen? Da gibt es diese Fusion, hab ich Ihnen ja schon gezeigt, da kann man die Super Heavies machen. Man kann aber auch einfach Fragmentation machen, man schießt mit einem schweren Kern und fragmentiert, produziert irgendwas und sucht den raus, oder man macht durch Coulomb-Wechselwirkung kann man auch spalten. Also man schießt einfach Kerne, guckt, was da rauskommt und versucht, den Kern rauszufinden, den einen interessiert. Und das ist nicht so einfach. Also da brauchen wir das Wichtigste, was man da braucht, das ist ein Separator, also ein Fragmentseparator. Das ist ein ganz langer Magnetstrecke mit vielen Dipolen, die das interessierte Isotop isoliert, separiert, und dann gibt es verschiedene Anlagen, die dann im Detail diesen Kern untersuchen. Kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was man alles macht. Aber diesen Fragmentseparator, der ist ganz spannend, also das ist der existierende an der GSI, und das ist der heißt Superfragmentseparator, nicht weil, der ist zwar super, aber der ist supraleitend, deswegen heißt der super, also supraleitende Magnete. Und da kann man also jetzt, sehen Sie, nach der ersten Fragmentation haben Sie eine Menge von Isotopen hier, das ist Z über N, also da haben Sie noch gar nichts gefunden. Nach der zweiten Separation wird schon weniger, und am Ende haben Sie das Isotop, was Sie haben wollen, isoliert, separiert, und können das untersuchen dann in dedizierten Experimenten. Sie können also hier radioaktive Strahlen produzieren, und zwar von den Isotopen, die Sie interessieren.